Kommen wir jetzt tatsächlich noch ein weiteres letztes Match? Wenn ja, dann wäre das schon irgendwie cool. 15 Jahre später. Gegen wen müssen wir denn antreten? Es gehen die Gerüchte rum, dass du bald ein letztes Match haben wirst. Wenn das der Fall ist, wer wäre dein Dream Match? Me and Barry Blade. Ja, klar. Gegen Barry Blade. Das ist mein Traummatch, klar. I want to pass the torch to the next big star in the WWE. Daniel Bryan is one of the best in-ring performers. I would go out on first match. Machen wir mal X. Oh, cool. 15 Jahre später ist Vicky Guerrero immer noch bei der WWE. Schön zu sehen. Ich will nichts sagen, aber das ist nicht unser letztes Match. Wir haben one last match, haben wir gesagt. Wir haben nicht gesagt, eine Anzahl von Matches. Da will ich wohl mal jetzt hier sagen. Eine Anzahl von Matches haben wir jetzt nicht gesagt. Bloß weil wir beim Pay-Per-View unser Match bekommen, heißt das doch lange nicht, dass wir. Oh Mann, da habe ich mich viel zu schnell von euch verabschiedet. Und Sepp Kuss ist immer noch da? The following contest is scheduled for one fall. Ist jetzt unser letztes Match jetzt, aber anscheinend tun wir eine Match-Serie machen. Anscheinend, ja, Who can ich ever meine, forget okay. Kane's debut at Bad Blood 1997, when he literally tore the door off Hell in a Cell to get at his brother, The Ich Undertaker. meine, Again, since that time, he's okay. left an impressive path of destruction in his wake. Kann man schon machen, eine letzte. Kane with the extra move to get Oh. out. A battle of wills now. Kane. Hör auf. Controlling from behind, and here's Kane. Hör doch einfach auf, ey. Into the Oh collar and a nein. tie-up. Only one can come out ahead. Warum? So. Right in the kisser. Ich hab gedacht, jetzt ist der Mike-Remo vorbei. Was? Was ist? Ich werde in eine Match-Serie hineinbefördert noch. Von Tune-Up-Matches, Dark-Matches. Ich bin einer der größten Superstars, die es gibt. Inzwischen der Wizard und der Widowmaker. Aber ich werde in ein Dark-Match mit, oder beziehungsweise Tune-Up-Match mit Kane geschmissen. Bist du des Wahnsinns, Vicky. Du solltest den Job schon längst verloren haben, das ist meine Meinung. Ich meine, ich hätte natürlich Daniel Bryan nehmen können, aber. Dafür kriegen die Leute mal nochmal die Legenden-Ballen zu sehen. Ich meine, warum auch nicht? Legenden ballen. Oh, what a brutal shot. The legendary power bomb. Big power bomb. Und nochmal. Just one big power move after another. Oh, good. Nice reverse. No. He was one step ahead on that one. Oh, Kane is laid out. Man, Kane goes down like an anvil falling from the sky.
Uh-oh, look at this. Oh! Trying to put him away. That's it. Not caught. He's done. Phantom going for the cover. No, he kicks out at two. Das gibt es nicht. Das ist noch nie bis drei gegangen, das hier. Mann, das ist voll gemein. Hey, now! Dropped! And that was a hard, hard shot. Can you believe that impact? Ist eigentlich gemein, dass es noch nie bis drei gegangen ist. Weil es eigentlich ein cooler Move. Oh, look at the emotion. Ich meine, wir können auch unsere Karriere jetzt das Face beenden. Von daher ist das jetzt auch egal. Wir sind ein kurzer Heal gewesen gegen Cena. And when the big red monster went after Daniel Bryan like that, it was awful. Let's face it, Team Hell No is one of the greatest tag teams in WWE history. When Kane did that, he put a stake right to the heart of all Team Hell No fans. That's just plain and simple truth. So. Look at this. This three. Was war Kane? Wir werden jetzt erstmal Uso. Crazy werden wir jetzt gehen. Look out for Kane! Ich hab gesagt, wir werden jetzt erstmal Uso Crazy gegen dich machen. Und dann werden wir dich abwehren. No breathing room for Kane. Whoa, he's measuring. Na komm. Uso Crazy. Uso Crazy. Oh, scheiße. Macht denn eine Close sein gegen uns? Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Wir haben anscheinend ein bisschen was verlernt hier. Wir haben was verlernt hier, ich merke schon. Wir sind ein bisschen eingerostet in den 15 Jahren, die wir kein Match hatten. Komischerweise sieht Raw immer noch genauso aus wie früher. Hat sich nichts geändert. Take a look at that again. One, two, three. Ich bin ja ganz ehrlich, da würde ich ja gerne mal sehen, wie die ein Raw aus der Zukunft gerne mal machen. Sollen sie mal machen lassen, die Entwickler. We got a couple of highlights here. Let's check them out. Ja, da ist der Uso Crazy misslungene Move. Oh Mann, ich war so gespannt auf den nochmal zu sehen. Und da konnte er da mitten in der Close sein. And look at the impact in these highlights. Here is your winner. One last match. Hieß ja normalerweise von Iron. Dass das heißt. What? Who the fuck is that? F Silver? Who the f. Who the f. Who. What? Who? Wer bist du? Wir haben nie ein Match gegeneinander gehabt und. Naja. Sind 15 Jahre vergangen. Nicht aufregen, sind 15 Jahre vergangen und dieser Typ sieht ja voll danach aus, als wenn er the next big thing wäre. Okay. Ein Dark Match. Ich hab schon wieder vergessen, den Entrance auszumachen. Ich schneid das weg. Ich schneid die Entrances weg. Santino's one of WWE's most charismatic showmen. But don't let his antics fool you. When opponents get touched by the cobra, they stay down for a long time. For a long, long time.
Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. Keine Ahnung, wer das ist. Ist wahrscheinlich irgendjemand aus meiner Liste. Wenn jemand aus meiner Liste sein sollte, schöne Grüße, auch wenn derjenige wahrscheinlich statt die Let's Plays von mir anschaut. Weil jemand aus den USA wahrscheinlich sein wird. Ah, ich wollte das eigentlich nicht noch einmal machen, aber ist egal. Phantom with a hard shot. What a beast Phantom's been so far. Das passt schon. Santino Marella, no problem getting out of that one. Great reversal. He saw that one coming. Santino wehrt sich? Was ist denn hier falsch gelaufen? Hat sich auch viel verändert in der WWE seitdem. Santino wehrt sich auf einmal. Tut nicht nur einstecken und verlieren. There's a sick power bomb. Santino just got brutalized there. Aber naja. Er tut mehr oder weniger immer noch einstecken. What a fierce kick. The kick connects. Ah, aber es tut schon mehr machen. A textbook reversal. Can he follow up? Er tut schon mehr machen, muss ich schon sagen. 16% hat er schießt auch schon. You can practically feel the wear and tear that's been done throughout this match. Könnte sogar diesmal bis 3 gehen. Ich hoffe mal. Sehr cool. A great move by Phantom. He's going for the pin. This could be. Jawohl. Phantom. Geil. Der ging endlich mal bis 3. And here's just some of the action we saw during the match. Konnte ich euch mal zeigen, wie der bis 3 geht. Spektakulär, ich weiß. 1-2-3 ging da. 1-2-3. Here is your winner. Also immer noch. Dass das immer noch kommt, vor allem das mit Tune-Up-Match. Normalerweise müsste halt vorgeswitcht werden bis zum Pay-Per-View. Und dann warte ich diese kleinen Tweets, die er zwischendurch macht, das ist eingeblendet. Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche und so weiter und so fort, aber... Das dürfen wir wahrscheinlich nochmal ein Match haben, ne? Na klar. Ich hab nichts für dich diese Woche. Zack Swagger. Diesmal mache ich die Entrances aus. So. Oh Mann, tut mir leid, dass ich euch jetzt noch einmal damit quälen muss, aber ich werde das alles sehen, dass ich das in einem Pack, auch wenn 20, 25 Minuten werden. Thanks to his relentless pursuit of glory and amazing amateur background, Jack Swagger is considered one of the top superstars in the WWE today. Extra slow getting back to his base here. Legendenballen. Elbow drop. And the knuckles connect. Knock on, man. Jack Swagger's technical wrestling ability is without equal. At 6'7", nah, 260 pounds, Swagger's freakish strength breaks an opponent down. I've been in there with him, and you don't realize how big Jack Swagger is until you're standing there nose to nose. Ah, glaube ich, dass der ziemlich groß ist. Kein da glaube ich. Struggling for control. Collar and elbow tie-up. Jack Swagger making a move. Nämlich diese Chain Wrestling, ja, die tun eigentlich nur die Zeit klauen von mir. Knocked into the middle of next week. Von daher ist das ein bisschen scheiße, aber egal. Swagger's definitely tough to match up against. His grappling ability can twist ich you like a pretzel, and his strength sein. Can crush you. Oh, and don't forget extra his speed, that allem. Runs right over you. No, not again. Phantom's gonna fly. Ah, the Widowmaker.
look how slow he is. Oh my gosh! He wasted it and a kick out. And you're watching the longest running weekly episodic television show in history. This is Monday Night Raw. Was soll das denn werden? Ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass er den mal gegen Rusev gemacht hat. Oh, German Suplex. Gucken. Aber diesmal mache ich keinen Pin. Einfach nur German Suplex. What a move! Oh, he's in trouble. Und natürlich auch den DDT. Weil wir mal was anderes zeigen wollen. Look out! Kann man natürlich auch als Vorbereitung ansehen, weil er nicht ganz frisch mehr seit dem 15 Jahren ist. Aber man merkt es, dass er nicht ganz frisch ist. Doing whatever it takes to win. Watch out! Oh! The canvas. He does it again. Was zum Teufel machst du da? Liegestütz auf uns? Das wirst du bezahlen. Das bezahlst du mit deinem Leben. Natürlich nimmt es an dem. Das war nicht gerade PG, aber. Da bezahlt er. He's still not through. That's not PG. Ooh, that did it. Swagger goes down hard. Oh man, that'll take you out of commission for a while. Sicherlich müssen wir den End of Life müssen wir machen. Oder Widowmaker. Bam! Oh, going to the top, high risk. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be heads up. Wow, how good is this guy? Tremendous action in this match. A textbook reversal. Can he follow up? That's it. He's out. Come here. He's in position, ready to strike. Widowmaker. Oh, lights out. Take a look at this one more time. Never seen anything like it. Three. Phantom wins. We got a couple of highlights here. Let's check them out. Well, let's take a look at some of those highlights. They mesmerized the WWE Universe in that match, and here are just some of the highlights. Ja, dein frühes Mouthpiece tut sich ja ziemlich freuen, Zack Sawyer. Here is your winner. Außer Tweets haben wir jetzt nicht sehr viel von diesem selber gesehen, also. Ich bin schon sehr gespannt. Greatest of all time, ja klar. One last match, ja klar. Nach 15 Jahren wird es Zeit, dass die Fans ein letztes Match sehen, ja klar. Jetzt sind wir jede Woche in Dark Matches und Tune-Up Matches drin. Macht Sinn. Macht Sinn, jetzt sind wir in der vierten Woche. Das wird ein Story-Match, wie ich sehe. Weil wir nämlich nicht aussuchen mussten. Und wieder gegen Santino Marella. Wie gesagt, extra langer Part heute. It looks like he wants a closer look at his opponent tonight, being his last match on national television. Well, hopefully that's the case, and he's not out here to disrupt the special match.
Uh-oh, these two are having words. They will meet at the pay-per-view. Na, bin ich mal gespannt. Oh, das war, King, das ging aber gerade in zeitlichen Modus. Das war fies gerade, wie die Ring Rats untergegangen ist. You know, typical Santino Marella stuff. Ich muss aber gleich mal gucken, ob er draußen sitzt. Wäre schon ein netter Touch. Oh my gosh, his neck and back and shoulders driven right into the ground. Er sitzt draußen. Cool. And did you hear the impact on that kick? What a beast Phantom's been so far. So. And he's heading back inside the ring. Oh man! Ah, jetzt kommen wir mal im Suplex Arm oder ja. Did you hear Arm Drag. Impact. Hättest du doch Seil steigen dürfen, Santino. Give me a break, there's no need for that. Und ab nach draußen mit dir. Oh, and this one's spilling out of the ring. Aber nur damit wir fliegen können. Ah. Schickst uns tatsächlich wieder in den Ring. Bist du verrückt? Santino sneaks out of it. Bist verrückt. You saw that one coming. You're crazy. You're a crazy man. Will mich Steppe überraschen, wenn er uns am Ende und den Sieg bringt. Unser letzten Match sozusagen in Television. Du bist crazy, Santino. Du machst den Widowmaker nur wütend. Das ist das Einzige, was du machst. Ah, ich weiß nicht, ich will den Russo crazy zeigen. Oh no, wait a minute, Cole, what's he gonna do? Ich will den Russo crazy letztes Mal zeigen bei Raw. Uh-oh, look at this. Oh, trying to put him away. Oh, hoffentlich klappt er. Hoffentlich kommt er da nicht. Jawoll! Russo crazy! See it from this angle. And he gets back in. And now it is. Jawohl. Kommt her, Leute. Jubel. Trying to get under his opponent's skin with this one. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? Wir zeigen euch hier alles. This is unreal. Phantom with a hard shot. Again, he watch out. Jawohl. Klappt ja alles hier. Santino Marella, no problem getting out of that one. Look out! Hey, I need that! I think I just got shocked! Where's my monitor? Oh no! Oh, head first off the announce table! And he's forced back in the ring. On Evo. Now back to the ring. Na komm, Santino. He's putting those educated feet to good use. Oh, look at the emotion. Ha ha ha. Widowmaker's fired up. He needs to dig way down deep if he wants to keep going now. And the knuckles connect. Oh, man, what a shot. One to the top, high risk. Ja, das ist ein bisschen nah, aber das könnten wir trotzdem schaffen. Oh, his body has to watch it. Jawohl. Oh, man, how impressive was that? What makes a man even want to take a gamble like that, King? How should I know? I'm scared of heights. That's it. He's done. Whoa! Don't get up! Santino's wird Zeit, adios zu sagen. Whoa, trying to put him ciao. Away. That's it. He's in out. Deinem Sparer. Take
take a look at that again. One, zwei, two, drei. Three. Phantom wins. Just Raw. Bye bye Raw. Letztes Match. Bei Raw gewesen jetzt. Endgültig. Ich weiß nicht, ob er jetzt 15 Jahre lang noch in der WWE war. Das haben sie jetzt nicht so gesagt. Aber ich nehme es mal einfach mal an. Nett, dass er danach in Rente gegangen ist und 15 Jahre nichts gemacht hat. Here is your winner, the Widowmaker. Ja, ich hätte eigentlich erwartet, dass er noch eingreift. Uns angreift und die Hände schüttelt oder sonst irgendwas. Aber wer hätte gedacht, dass Santino Marella mal ein 5-Star-Match hätte? Naja, ich bin beeindruckt, auf jeden Fall. Da haben wir nochmal alles gezeigt für die Raw Audience. Ja, ist schon bittersweet, dass wir jetzt unser letztes Match haben gegen Santino. Ja. Oh, Flash Silver. Letztes Match bei WrestleMania. Wir haben auch doch noch unser letztes Match bei WrestleMania. Geil. Ja, gut. Entrances anschauen, natürlich. Mein Hallo. Ich hoffe mal, der Widowmaker ist währenddessen noch mal ein paar Mal World Heavyweight Champion, WWE Champion geworden. Ich mache ihn jetzt einfach mal zu einem dreifachen WWE Champion. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Championship. Making his way to the ring, accompanied by Zeb Coulter from Cologne, Germany, he is the WWE Champion, the Widowmaker. Ja, wird der Widowmaker als Champion die WWE verlassen und in die Hall of Fame eingehen? Als erster aktueller WWE Champion? Also als erster, der den Titel auch hält, während er in die Hall of Fame geht. Das ist schon Hammer. Aber cool, dass wir doch noch unser WrestleMania-Match bekommen haben. Freut mich. Anscheinend hat er in dem Jahr den Titel noch einmal gewonnen. Das ist meine Erklärung. Da er einen 15 Jahre lang Title Reign hatte, das glaube ich ja weniger. And Mr. Silva. Ich bin ja ganz ehrlich. Hätte ich einen Gegner wählen dürfen. Und auch in, hatte ich in Roster Invasion Ding auswählen können. Dann hätte es Wieland Streicher sein sollen, der gegen Widowmaker sein letztes Match war. Ah, er hat Sami Zayn, glaube ich, als Entrance genommen. Und ich glaube auch die gleichen Handschuhe hatte. Für den Widowmaker. Müsste mal in der bei mir rumfragen, in der Liste, wer Flash Silver, gegen Flash Silver gehört. Das wäre schon cool zu wissen. Dann kann ich den nämlich grüßen in meiner Liste. Ja, WWE Championship. Letztes Match von The Widowmaker. Here we go. WrestleMania. Fängt ja schon mal gut an. Aber zum Glück haben wir es doch dahin bekommen. Es war schön botchen, ja, das erstmal hier schön bei WrestleMania choken. Phantom,
Heißt ja, wenn man aufgeregt ist. So. Schon haben wir unsere erste Energie verbraucht. A textbook reversal. Can he follow up? Wait a minute, what's he doing here? What a reversal! He was one step ahead on that one. What a punch! Ow. Ooh. Der Typ hat auf jeden Fall ein sehr interessantes Outfit. Interessant, auf jeden Fall. Aber das hätte auch Setup Ballen gehen zu machen. Den inzwischen legendären Ballen. Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. What a beast Phantom's been so far. Oh, wait, nice reversal. Good God. Is he pressing a secret button to move that fast? I mean, those kicks won't give you a good feeling. I can promise you that. Oh, come on now. That was just uncalled for. That was uncalled He's for, King. He's putting those educated feet to good use. Good God Almighty, that man has a family, for God's sakes. Did you hear how his leg connected? Und alle hopp. Big powerbomb. Alle hopp. Und noch einmal nach oben. So, nur mal ein bisschen ausruhen hier. He's putting those educated feet to good use. Komm her. Ach, da war ich ein bisschen so langsam. Ist geschenkt. Ooh, what a vicious backbreaker. Oh, good night. Ist geschenkt. Das ist geschenkt. A great move by Phantom. Oh, he's the guy that's opponent, and what's he going for here? Oh my, look at this! Ah, better blocken kann. Nein. That's it. He's done. And he's heading back inside the ring. Oh man, is he fired up! Na komm her. Dann fällt dich dritten. In den Mark gehen, wenn es geht. Oder geht auch. Rückenkratzer geht auch. Ziemlich still hier. Dropped. And that was a hard, hard shot. Ja. Das passt, würde ich sagen. Das passt schon. Nice reversal there. And there's the reversal. Oh, after that, you're not seeing stars. You're looking at constellations. Oh no! Wait a minute, Cole. What's he gonna do here? Oh, that's devastating. So, let's mama then. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reading empty. Electro chair jump suplex. But I still don't see him giving up. What a move! Und natürlich, den Widowmaker. Eins, zwei, drei. Wir gehen als WWE Champion aus unserer Karriere raus. Let's go to the highlights here.
And here's just some of the action we saw during the match. Ja, das war ein verdammt geiles Match. Ja, komm, gib die Hand. Ja. What a great show of respect from both superstars. Wie geil. Well, they deserve all the accolades that they're receiving right now. That was a great match. Er war ein großartiges Match. Wir sehen auch übrigens unsere Title History. ...2030 ist er retired. Als WWE Champion. Das war's, Leute. This is it. The last time he'll walk up that ramp. You can tell he's getting emotional. Oh, great match. Capped off by a nice send-off from the WWE Universe. You know, it couldn't go any better for him. He's a future Hall of Famer and one of the greatest of all time. I really hate to see him go. Yep. Widowmaker, there are a few superstars that had a illustrious career like you had. The WWE locker room thanks you. The WWE universe thanks you. I thank you. Your matches will be remembered for a long time. Cesaro, Triple H. Das war's. Das war's endgültig. Der My Career Modus ist vorbei. Was passiert jetzt? Bin mal gespannt. Na, wir gehen wieder ins Hauptmenü. Sehr schön. Ja gut. Dann würde ich sagen, jetzt endgültig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Tschüss.